Nachdem ich also 1966 aus Afghanistan fort bin, habe ich das Flugzeug bestiegen und bin nicht nach Westen, sondern nach Osten gefahren. Ich hatte mir gedacht, das war damals so Lebensgefühl, hier kommst du möglicherweise gar nicht mehr hin. Tatsächlich bin ich 1970 schon wieder da gewesen, aber das war ja Zukunft und das konnte man nicht voraussehen. Ich bin nach Osten gefahren und habe Pakistan, Sri Lanka, Indien, Nepal, Burma und Südostasien, Ostasien berührt, habe 3 Monate mich praktisch als Vorkämpfer für die nach mir brandende Welle der Hippies durch Asien durchbewegt und kam dann nach Japan. Japan war alles anders, war alles zivilisiert, war alles sauber. Es waren unendlich viele Menschen unterwegs und ich musste mich auf eine ganz andere Art des Lebens und der Temperaturen im Übrigen, es war nämlich Winter, einstellen. Und schließlich habe ich gedacht, so, jetzt langt's, jetzt muss ich zurück, ich muss ja wieder an die Uni gehen und du solltest irgendwann zu Ostern wieder zu Hause sein. Ich habe also ein Reisebüro, nein, ich habe einen Bahnhof betreten und habe mir dort ein Ticket gekauft für die Transsibirische Eisenbahn. Und das war zwar nichts Ungewöhnliches für den Mann hinter dem Schalter, hatte ich das Gefühl, aber er hat doch eine gewisse Zeit gebraucht, um zu rechnen. Und machte zwischendrin nochmal die Klappe zu, durch die er mich da ansprach. Und dann machte es wieder auf, fragte noch etwas, machte wieder zu. Und so etwa nach 6, 7 Minuten fragte er mich, Sie wollen doch nach Köln. Ja, habe ich gesagt, nach Köln. Dann hat er sie wieder zugemacht, die Klappe. Und dann sagte er, Köln-Deutz oder Köln Hauptbahnhof? Diese Geschichte habe ich zwar inzwischen mehrfach gehört, mehr oder minder exakt so passiert. Entweder haben die mich alle plagiiert, behaupte ich jetzt mal kühn, oder sie ist mehrfach vorgekommen. Beides ist ja möglich. Aber hübsch ist sie trotzdem.